Hallo YouTube und herzlich willkommen auf Evo2kTV zu einer neuen Folge von WWE2K17 My Career. Wir haben die letzte Raw-Ausgabe vorm Extreme Rules Pay-Per-View und wir haben zum Glück ein Match gegen John Cena. Ich habe nämlich schon befürchtet, dass wir wieder ein Match gegen Brock Lesnar haben. Das habe ich ja gestern schon zum Ende der Folge gesagt. Und ja, anscheinend ist Brock Lesnar verbannt worden. Wir gucken mal, ob er vielleicht doch hier irgendwo dabei ist. Was hat Alberto Del Rio bitte mit Dean Ambrose und Roman Reigns zu tun? Also das ist doch ein Schwachsinns-Booking einfach hier. Okay, Brock Lesnar ist wohl wirklich verbannt. Brock Lesnar ist verbannt. Und auch an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an euch alle. Schön, dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr Zeit gefunden habt. Ich hoffe, euer Tag war bisher ganz gut. Am besten wäre es natürlich, wenn der Tag blendend wäre. Würde mich sehr freuen. Und ja, mir geht's ganz gut. Wir sind bei Raw, wie gesagt, eben schon die letzte Ausgabe vor Extreme Rules. Wir senden heute aus Birmingham und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, Finn Balor gegen Kevin Owens gewinnt Finn Balor tatsächlich. Bray Wyatt, also die Wyatts gewinnen gegen Victor und Connor. Brody Tyson gegen Lance Sander. Dolph Ziggler gegen Baron Corbin. Curtis Axel gewinnt gegen The Miz. Roman, Dean Ambrose und Alberto gewinnen gegen New Day. Seth gewinnt gegen Cesaro und dann kommen wir zu unserem Match. Don't change the channel. We have singles action coming up. No one's gonna change any channel. We have a real fan favorite versus John Cena. Oh man, I can't wait to see these two go at it. Ja, und Thema der heutigen Folge ist auch dann mal definitiv der gute alte John Cena. Ich glaube, der war zwar letztens schon mal Thema meiner Sendung, aber heute würde mich einfach mal interessieren, was war denn so eure Lieblingszeit von John Cena? Weil ich denke, viele mögen John Cena vielleicht nicht, aber ich denke, jeder hatte auch mal eine Zeit, wo er John Cena ganz cool fand. Und bei mir war es damals definitiv, als er in dieser Rapper-Rolle war, wo er auch Heel gewesen ist. Und eben dann da seine Freestyles im Ring gemacht hat, fand ich schon sehr, sehr cool. Aber ich denke, es wurde ja die ganzen Jahre immer gefordert, dass John Cena ruhig nochmal einen Gimmickwechsel machen sollte. Ich denke mal, John Cena ist jetzt über 40, da brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass John Cena nochmal zu diesem Gangster-Rapper von früher wird. Aber ist auch okay. Ich meine, John Cena ist eben wirklich, und das ist ja auch immer lange Thema gewesen, ja, er ist immer bei der WWE geblieben, immer die Treue gehalten, das ganze Jahr über den Arsch für aufgerissen. Was ich hier aber ein bisschen in der Karriere doof finde, dass so John Cena ist beim US-Title irgendwie so das, was Brock Lesnar beim WWE-Titel ist. Also da ist viel zu wenig Abwechslung, das sind ja irgendwie immer die gleichen Champions. Ich glaube, Intercontinental Champions ist auch Dean Ambrose das ganze Jahr über gewesen. Tag Team Champions müssten auch Dean Ambrose und Roman Reigns das ganze Jahr über sein. Ja. Was willst du machen? So, dann legen wir mal los mit dem Match. Also da wäre es natürlich cool, wenn das bei WWE 2K18 ein bisschen anders wäre. So, machen wir mal direkt mit einem Klammergriff, legen wir mal los. Hier, Fisherman Suplex. Ah! Gut zu wissen, letzte Folge habe ich ja drüber gesprochen. Fisherman Suplex ist auch zum Beispiel ein Move. Mr. Perfect. Kurt Hennig, leider auch viel zu früh verstorben. Ich glaube, an einer Überdosis Drogen ist er verstorben. Aber ich mag den Fisherman Suplex als Move einfach, weil es so richtig schön klassisch ist. Ach man. Deswegen ist er auf jeden Fall in meinem Moveset mit drin. Eigentlich so viele Moves, die ich hier gerne reinbauen würde, aber lass ja auch nicht übertreiben. Warum zieht mich John Cena gerade so ab? Er hat jetzt schon mehr gezeigt. Achso, ich kann mich gar nicht wehren. Scheiße, zu früh. John Cena has been squarely under the brightest spotlight there is. His very first match at the. Bin schon überlegen, was ich mir wieder als nächstes für ein T-Shirt nehme. Weil ist ja schon wieder hier bald so weit. Kommt ja dann nach Extreme Rules wieder neues Aussehen bei mir. Boah, Mann. Scheiße. Okay, den haben wir reversed. Ha, geil, wir sind schon wieder beim Signature.
Na komm, dann machen wir das so mal. Zeigen wir dir erstmal die Swanton Bomb von, die Swanton Bomb, den Christoph Fate vom obersten Seil, damit wir danach nicht mehr auf den Kopf gehen. Kein Risiko eingehen. Ja. Ja, da ist der Reversal von John Cena. Ich hab doch gedrückt, Mann. Jetzt. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen ausnutzen, dass der kein Reversal hat. Okay, jetzt. Wo hat denn der auf einmal zwei Reversal her? Das verstehe ich nicht. Der müsste eigentlich einen weggegeben haben. Scheiße, zu spät. Wieder zu spät. Here's the deal with this guy. You can knock him around all you like, but he's just gonna keep getting up and coming back at you. Oh man, I'm certain he came into this match knowing it would not be a cakewalk. Was ich bei John Cena ja damals echt cool fand, nach seinem Match in seiner WWE-Anfangszeit, wo er dann vom Undertaker gefragt wurde, wer er denn ist, und ihm dann die Hand gegeben hat. Also das war echt ein sehr, sehr cooler Moment. Aber eigentlich ist schon krass, wie lange die WWE-Fans John Cena eigentlich schon scheiße finden. Ich weiß noch, damals 2006 bei New Year's Revolution hieß der Pay-Per-View, hat Edge seinen Money in the Bank Koffer eingelöst gegen John Cena bei diesem Elimination Chamber Match. Oder war das der Pay-Per-View Elimination Chamber? Ich glaube, das hieß New Year's Revolution. Oder Evolution, das weiß ich nicht mehr. Aber da fanden die Leute John Cena schon kacke. Und es hat sich nichts dran geändert, irgendwie größtenteils. Und trotzdem, die WWE ist wirklich über 10 Jahre dabei geblieben, John Cena in dieser Rolle zu lassen. Dass er nicht zum Heel turnt. Obwohl es schon oft Andeutungen gab. Also haben sie oft echt gut ange... Das mit dem Anteaser macht die WWE sowieso ganz gut. Haha. Och, Mann. Ja, scheiße, Mann. Ich komm davon, wenn du keinen Reversal hast hier. Aber es war noch nicht sein Signature. Ja gut, jetzt kommt sein Signature. Kannst du nichts machen. Oh je. Attitude Adjustment. Hey, haben wir reversed. Ach, was ich natürlich auch nicht vergessen habe, ist hier der Codebreaker, den ich hier habe. Von Chris Jericho. Also von dem darf natürlich auch nichts fehlen. Und hier auch eine andere Form noch von Christoph Fate. Man sieht schon, mein Moveset schon enorm geschmückt mit Moves von Wrestlern. Scheiße, Mann, das wollte ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall Jackknife Powerbomb von Kevin Nash. Ich wollte den eigentlich da durch den Dings werfen. Durch die Absperrung. Yeah, extreme. There's no telling what's going to happen here. Back now inside the ring. He's too busy bragging and boasting than battling in this matchup. Es gibt auf jeden Fall wieder Abzüge in der B-Note, weil die Fans das ja überhaupt nicht feiern, wenn du draußen wrestlest. Oh, da ist der Reversal von John Cena. Und er hat ein Comeback. Jawohl. Und wir haben einen neuen Signature. Guck
Komm, wir sind in die andere Richtung. Nein, in die andere. Ja, okay, so ist gut. Noch immer. Ob das reicht? Aber ich glaube nicht, niemals gegen John Cena reicht das. Mit Orange im Kopf. Ja, sag ich. Sag ich doch. Das war wohl dieser Widerstand. Das sieht bei mir nämlich dann auch so aus. Oh, scheiße. Ja, John Cena, genau. Noch wieder zu früh, das gibt's doch nicht. Auch jetzt. Gibt's doch nicht, wie hartnäckig sind dem seine Affenarme denn? Die werden einfach nicht gelb. Ach Gott. Follow, nee, doch nicht. Dass wir Follower Slam. Ach man. Scheiße. Ja, da ist der nächste. Und der nächste Versuch von ihm vom Attitude Adjustment. Und den haben wir auch wieder reversed. Da ist der DDT. Und da ist die rote Birne von ihm. Und jetzt werden wir das sehr wahrscheinlich mit dem Codebreaker beenden. Und einem duften, ja, 5-Sterne-Match. Und zum Abschluss nochmal eine Platzwunde von John Cena. Er kommt raus. Das gibt's nicht. John Cena kommt nochmal raus. Leck mich doch in der Tasche. Na komm, dann haben wir noch einen Spear hinterher. Ja, jetzt aber. Jawohl, das war's. Sehr schön. Interessantes Match auf jeden Fall. Wir haben ein paar Highlights dabei. Ich muss mal einstellen, dass ich meinen Titel wieder hochhalte. Das vergesse ich dauernd. So, nix hat hier getan. Ich bin immer noch nicht beliebt bei den Fans. Ja, verlieren wollte ich nicht. Ja, das sollte doch mal eine gelungene Generalprobe gewesen sein für Extreme Rules. Und dann schauen wir mal, was wir morgen bei der letzten Smackdown-Ausgabe sehen. Also die letzte Smackdown-Ausgabe vom Pay-Per-View. Nicht, dass wieder einer denkt, die Karriere ist rum. Ich kann es euch versprechen, die Karriere geht bis zu WWE 2K18 geht die weiter. Auf jeden Fall bei SmackDown morgen nochmal ein anderer Gegner. Cesaro ist wieder da. Das finde ich cool. Also auch wieder kein Match, was sich wiederholt. Kein Gegner. Mal wieder ein bisschen was Frisches. Da freue ich mich doch auf morgen. Also, die Folge heute ist rum. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Kommt gerne auf meinen Discord-Channel vorbei. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung, wo ihr auch meine anderen Social-Media-Kanäle sehen könnt. Wäre sehr cool, wenn ihr da auch nochmal irgendwie so bei Facebook oder Twitter mir ein Like hinterlassen könntet. Wenn ihr wollt, kein Muss. Bin da kein Böse, wenn es nicht so ist. Auf jeden Fall, auch wenn euch der Content gefällt und ihr seid noch kein Abonnent auf meinem Kanal, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und dem Kanal ein Abo hinterlasst. Das hilft nämlich enorm bei dem bevorstehenden Release von WWE 2K18. Und ja, damit danke ich mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch allen noch einen super guten Tag. Lasst es euch gut gehen. Morgen um 12 geht es dann weiter gegen Cesaro. Also macht's gut und ciao.